Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute werdet ihr wieder einen Vlog von uns beiden sehen. Jo. Darunter wird der Leg Day von uns sein. Wir gehen später Beine trainieren. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Jo, und der Willi will euch erstmal was zu seiner Form und seiner Planung sagen. So. Ich gehe jetzt langsam in die Diät. Also ich fange erstmal mit 3000 Kalorien jetzt an. Warum fange ich ein bisschen eher an als Arthur? Weil, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen... Ich bin ein kleiner Dickerchen. Nein, ich habe ein bisschen mehr Körperfett als Arthur. Und damit wir ungefähr auf dem gleichen Level starten im März, fange ich jetzt schon mal an. 1,5 Wochen. Aber auch nur ein geringes Defizit. Ja, ich bin bei 3000. Das wird so ein 2800 bis 3000 Kalorien. Das wird vielleicht ein Defizit von 200 sein höchstens. Also erstmal anpassen, Kalorien runterschrauben und gucken, ja, wie sich das alles so ergibt. Und bei uns geht's. Ja, lass mich doch erstmal hier kommen. Komm mal her, wieder zurück. Komm mal zurück. Ich bin momentan bei 88 Kilo. Morgens? Ich bin momentan bei 88,6 Kilo morgens. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Ja, bei mir gibt's erstmal nur ein Croissant und so, so ist ein Sandwich. Diät live. Ich habe natürlich ungefähr doppelt so viel wie Willi, wie man gerade gesehen hat. Aber jetzt nicht, weil ich irgendwie Kalorien einsparen will, okay, das auch, aber vor allem, weil ich beim Beintraining einfach auf leeren Magen trainieren muss und wir gleich schon trainieren gehen. Deswegen esse ich nicht mehr so viel, Arthur ist da ein bisschen crazy. Ich brauche die Kerls vom Training, Leute. So, Leute, wir haben jetzt fertig gegessen und... bei uns gibt es jetzt erstmal... Unsere Mikros, einmal Omega-3, dann Glucosamin, Zink, D3, Multivitamin und Grüntee und noch Vitamin C als in Form von Ascorbinsäure. Ja, also, wir knallen uns jetzt die Mikros, dann chillen wir noch ein bisschen husteln und so weiter. Und dann werden die Beinchen zerstört. Dann geht's in Leg Day. Ja. Und warum ich noch diese... Woche mache vor dem Cut. Ich mache es einfach als Anpassung, damit ich nicht direkt meine Kalorien von 3500 auf 2700 bis 800 droppen muss. Und ja, damit ich mich langsam dran gewöhne, weniger zu essen. Das wird dann circa 12 Wochen gehen. Schauen wir mal, meine Freunde. Ja, schauen wir. Schauen wir. Wir machen uns gerade ready fürs Gym. Damit wir gleich viel aufbauen, gleich viel Gains machen, gehen wir natürlich im selben Oberteil, ich im Longsleeve, wie es sich gehört am Leg Day. Und ich nicht. Und Arthur leider nur im T-Shirt. Ich weiß auch nicht, was mein Longsleeve ist in der Wäsche, Leute. Deswegen ziehe ich es nicht an. Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Leute, ich darf niemals vergessen, wenn es draußen kalt ist, ne? Dann musst du eine Jacke anziehen, dann mit kurzer Hose rumlaufen, weil heute leckt er jetzt. Und deswegen auch. Sonst werdet ihr niemals Beine aufbauen können. Das ist das Wichtigste, ehrlich, vertraut mir. Und dann bitte den Schlüssel in der Tasche lassen, damit ihr auch richtig lange zum Auto aufmachen wollt, weil die draußen schon. Nein, ich bin nicht ausgeben, ich weiß jetzt schon. We'll be right back.
Leckt er es durch, sieht man an diesem Jungen da, der einfach auf der Bank sitzt, weil er tot ist. Ich rede gar nicht mehr, ich bin ciao. Danach noch ein bisschen gedehnt, seit Jahren wieder. Ich habe voll lang nicht mehr meine Flexibilität ausgehört. Und wie war's? Ja, weiß ich nicht. War okay, ne? Also ich hätte gedacht, dass ich weitaus unflexibler geworden bin, aber geht eigentlich noch. Bei mir auch, ich dehne mich wieder seit so ungefähr 3 Wochen jetzt. Und Spagat ist wieder fast drin. Ich hatte einfach wieder Bock, Spagat zu machen. Und deswegen habe ich das angefangen. Und es läuft auf jeden Fall gut. Wir trinken jetzt unseren Post-Workout-Check. Und ja, was machst du dann gleich? Ich? Ja. Ich werde erstmal gleich essen, dann zu einem Kollegen fahren, Fußball gucken, Hamburg spielt. Und ja, schauen wir mal dann, ne? Und du, mein Freund, was machst du genau, denn? Genau, ich esse gleich auch. Post-Workout natürlich nach meinem Shake. Und ja, dann ein bisschen gucken, vielleicht das Video jetzt gleich noch schneiden, das Trainingsvideo. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Da ist er weg und ich bin noch hier. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt erstmal zu ihrem Dad, zu Saskias Dad. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und bei mir gibt es jetzt erstmal ein Post-Workout-Meal, was aus 700 Gramm Nudelauflauf besteht. Ich track das ungefähr mit 550 Gramm Nudeln gekocht, dann ca. 60 Gramm Gouda-Käse und der Rest wird dann Kochschinken sein. Und dazu gibt es Apfelschorle. Ja, und dabei gebe ich mir jetzt ein bisschen YouTube, ein bisschen entspannen nach dem Leg Day. Und danach wird auch schon das Leg-Day-Video geschnitten, Leute. So, Leute, ich bin jetzt auch zu Hause angekommen, gerade vom Kollegen gekommen, hab das Spiel geguckt und ich hatte auch Nudelauflauf dabei, 600 Gramm, bisschen weniger als Arthur. Und jo. Welches Spiel denn? Das hab ich doch schon gesagt, mein Freund. Wann? In der Umkleide. Hamburg hast du gesagt? Mhm. Also ich hab Hamburg geguckt. Arthur ist natürlich hier fleißig am Bearbeiten. Wie läuft's, Arthur?
Ich finde, das, was er bis jetzt bearbeitet hat, hat er gut gemacht. Muss ich mal Lob aussprechen, ey. Ja, auf jeden Fall. Wir verabschieden uns hiermit. Wir werden jetzt gleich noch was essen und Willi schneidet noch seinen Teil. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night.